Hallo Leute und willkommen hier bei Me AppleCat. Ja, ein toller Schwebeeffekt. Besser habe ich es leider nicht hinbekommen, denn heute wird es gruselig. Ja, wir bauen heute ein Grusel-Spukhaus zusammen. Und zwar aus der Wicked Fighters Serie. Also, das ist eigentlich die Monster Fighters, glaube ich, hieß die von Lego. Aus der Monster Fighters Serie, das alte Spukhaus. Richtig cooles Set. Bin ich sehr gespannt drauf. Das hier ist die China-Kopie. Die kommt von, man kann es hier unten drunter noch sehen, die kommt doch von Leppin, Set Nummer 16007. Die Dinger gibt es immer noch zu kaufen, Freunde. Ich habe mir das Set hier bestellt für 72 Euro und zwar Versand aus Spanien. Das heißt, keine Zollprobleme. Ich werde euch alles hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich auch das Originalset. Kostet so bei Amazon roundabout 400 bis 500 Euro. Also, naja, die teure Variante eben. Oder eben hier die günstigere direkt aus Spanien geliefert. Wer einfach nur den Bauspaß haben will dazu. Und wir packen das ganze Set jetzt mal aus. Wir haben insgesamt ja etwas über 2000 Teile hier drin. Ihr seht, das ist schon wieder mal ein etwas größerer Karton und wird auch eine bisschen längere Videoserie werden. Aber ich freue mich hier sehr drauf. Und zuerst kippe ich den ganzen Spaß mal aus. So, da könnt ihr alle Tüten sehen, die hier dabei sind. Ich habe mir auch direkt hierzu nochmal eine LED-Beleuchtung bestellt, damit man das ganze Set, ähnlich wie man es hier sieht, so in einem grünen LED-Licht hier erstrahlen lassen kann. Ich denke, das macht dann richtig tollen Effekt später auf dem Regal. Und ja, aber bevor das drankommt, ja, bauen wir erstmal hier alles zusammen. Wir haben hier massig Tüten und da das hier ja ein älteres Set ist, ja, haben wir hier gar keine, diesmal bin ich mir sicher, gar keine Bauschrittnummerierung. Aber wie viele Tüten sind es denn nun? Ja, schöne runde Zahl. 40 Tüten. Also das wird ein richtiger Sortierspaß werden für die Tellerchen. Und natürlich auch eine schöne Sucherei. Richtig schön oldschool. Aber jetzt schauen wir hier nochmal kurz in die Anleitung rein. Hier kann man es nochmal sehen, es ist überklebt, aber man sieht deutlich das Leppin-Logo unten drunter. Die müssen echt einen dicken Lagerbestand haben. Die produzieren ja nichts mehr und trotzdem kann man das Zeug noch kaufen, wenn man weiß, wie man sucht. Wenn man direkt nach Leppin sucht, dann findet man bei AliExpress gar nichts mehr, aber die werden trotzdem noch verkauft. Wie gesagt, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung unter diesem Video, Freunde. Wenn es das Ganze noch gibt, bis das hier online geht, dann könnt ihr das dort finden. Und schaut euch mal das Bild von dem Haus an. Hier mit den ganzen geilen Figuren. Ah, ein Traum, ich freue mich da richtig drauf. Ein richtiger Traum, ein ganz tolles Set. Hier haben wir schon die Minifiguren, da habe ich sie schon gefunden. Ich frage mich, ob der hier auch leuchtet im Dunkeln. Oh, das werden wir alles später rausfinden. Und wir haben hier auch so coole, hier diese Steine, die so dieses Muster eingedruckt haben. Diese 1x2er habe ich schon gesehen und da war doch noch irgendwas. So tolle bedruckte, genau hier, so tolle bedruckte Teile wie hier diese Holzlatten mit Nägeln drin. Richtig schön. Richtig schön. Also ich bin sehr, sehr gehypt und freue mich auf den Bau. Aber jetzt schauen wir mal hier in unsere Anleitung rein, wie die aussieht. Hier sehen wir verschiedene Bauabschnitte und dann wird das wieder so wie ein Modular Building quasi, denke ich, so zusammengesteckt. Wobei das hier ist ja später aufklappbar. Also nicht ganz wie ein Modular Building. Da sieht man nochmal, wie man die Figuren zusammenbaut. Hier sieht man nochmal die Gespenster. Die leuchten auf jeden Fall im Dunkeln. Und wie es aussieht, ja, hier die Vampire auch. Sehr cool. Wir haben hier einen Stickerbogen dabei. So, mal so rumdrehen. Was haben wir denn da? Ja, so ein paar Schilder hier, Platten, Spinnenweben, zerrissener Vorhang, Monster Attack, Have You Seen This Ghost, Catch a Zombie, Win a Big Prize. Ja, sehr schöne Sachen. Also das hier, das wird richtig schön. Ich freue mich. Schauen wir mal auf die Druckqualität. Das ist insgesamt alles so ein klein wenig dunkel geraten. Also dieser dunkle blaue Hintergrund und dann hier diese braunen Steine drauf. Es ist ein bisschen dunkel, aber passt ja irgendwie zu dem Set, dass es hier etwas dunkel ist. Aber so allgemein von der Auflösung sieht das gut aus. Doch, doch, sieht gut aus. Ist halt noch Oldschool-Lego. Hier wird gar nichts angezeigt, wo was verbaut wird. Ihr seht hier die Teile. Und dann muss man halt ein klein wenig suchen. War ja früher doch ein klein wenig, ja, fordernder, die Anleitungen. So meistens zumindest. Und ja,
Also das sieht alles schick und gut aus. Hier das coole Grün, was auch später kommt. Dieses, ach schön, also ich mag das total. Schauen wir mal ans Ende. Wie viele Bauschritte oder Seiten haben wir? Wir haben 146 Bauschritte, dann ist das Teil fertig. Und das auf insgesamt 95 Seiten. Und hier hinten drauf, ah, seht mal, sehr schön. Da sehen wir auch nochmal hier die Wickets Fighters. Ist der auch dabei? Keine Ahnung, auf jeden Fall hier zwei Vampire, das sind aber noch andere Figuren, die sind nicht hier im Set enthalten. So Leute, ich habe tierisch Bock drauf, legen wir los, jetzt geht's erstmal ans Sortieren. Eieiei. So Leute, nur mal fürs Gefühl, so sehen etwa knapp über 2000 Teile aus, wenn man die lose sortieren muss. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge. Da habe ich nachher viel Spaß beim Suchen. Und ja, so sieht es nochmal aus. Nur als kurzen Überblick, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Keine Bauschrittnummerierung. Nee, das hier ist, ich sag mal, Klemmbaustein bauen für ja, Fortgeschrittene. Zumindest von der Sucherei her. Und wir haben hier echt viele Teile. Schaut mal her, die ganzen Platten, die wir hier haben. Und dann hier massig von den gleichen Bausteinen, hier einmal Zweier, hier einmal Zweier mit Wulst, einmal Einer und massig Kleinteile und so ein paar coole Sachen auch, wie ja hier so ein Spinnennetz, das irgendwo hinkommt. Hier das Eingangstor habe ich schon gefunden, sehr schön. Und da haben wir auch hier die Gespenster, das sind die, die später auch leuchten werden. Die können hier nochmal ganz nett jetzt ein bisschen ja, Licht tanken, dann leuchten sie nachher auch schön. Sehr schön finde ich auch hier ja, die Farbe, dieses, was ist denn das, Mintgrün oder, ne, Mintgrün glaube ich nicht, aber gefällt mir gut, gefällt mir gut. So, das war der kleine Überblick und jetzt lege ich los. So, da habe ich jetzt schon ein bisschen was gebaut, bin hier bei Bauschritt, ja kann man das so sehen, 12 eigentlich, hier bei der 19. Das ist ja ein bisschen komisch, wir haben hier die großen Bausteps und dann gibt es dann hier für Kleinigkeiten nochmal so extra Bausteps, wie hier für den Kamin. Weggelassen habe ich allerdings hier die allerersten Seiten, da wird ja ein Haufen Inventar gebaut, Lampen und schlag mich tot, irgendwelche Regale, das mache ich alles später. Also ich will erstmal Platz haben, wo ich die Sachen auch reinstellen kann, denn ja, Platz habe ich hier so ein klein bisschen wenig auf meinem Tisch. Von daher habe ich erstmal mit dem Grundgerüst hier oder mit der Bodenplatte angefangen und die schauen wir uns jetzt einmal an. Da haben wir die Grundplatte und ihr seht, ich habe hier auch schon den Klappmechanismus. Also das hier wird wohl die vordere Seite, das hier kann man dann später so wegklappen, einmal komplett rund. Dann ist es so aufgeklappt von hinten, wie so ein Spielhaus eben, dass man dort immer gut rankommt. Und ja, funktioniert alles soweit gut. Ihr seht, die Platten, ein klein wenig Spiel haben sie, aber viel verbogen sind die zum Glück nicht. Ja, auch hier nicht. Das hält sich alles stark in Grenzen und das sind eben diese großen Platten, die hier dabei waren. 5 Stück an der Zahl, die bilden hier einmal die Grundfläche von dem Ganzen und ja, es lässt sich auch soweit alles gut bauen. Man sieht hier schön, was hier für unterschiedliche Steinchen überall verlegt wurden. Hier schon mal, das hier wird wahrscheinlich der Boden werden, der Holzboden. Und hier so ein paar komische Steinchen, die einfach mal so schräg zwischengesetzt wurden. Mal schauen, was es daraus wird oder was sich daraus noch so ergibt. Ließ sich auf jeden Fall gut bauen. Und hier habe ich dann doch mal ein Stück Inneneinrichtung gebaut. Und zwar, man kann das sofort erkennen, das ist der Kamin. Und ja, hier innen drin, es brennt leider kein Feuer. Das wäre noch eine schöne Sache, wenn hier ein bisschen Feuer noch drin wäre. Aber dafür haben wir eine schöne Flasche oder ein Schiff in der Flasche hier, das auf dem Kamin steht. Und das ist ein Aufdruck. Jawohl, es geht doch. Wir können hier drucken und nicht nur mit Klebern, Aufklebern arbeiten. Also das Schiff in der Flasche hier auf dem Kamin. Schönes kleines Ding. Jetzt gucke ich nochmal schnell hier rüber. Ja, wo kommt der denn genau hin? Da kann man sehen, da kommt er hin. Und zwar in die Ecke und dann bauen wir das doch direkt auch mal ein hier. Der müsste dann hier so aufgebaut werden. Ach, das ist ja auch... Ach, jetzt verstehe ich das. Das wird so ein geheimer Kamin wahrscheinlich. Den kann man vielleicht dann später wegklappen und dann ist da irgendwie ein Geheimfach oder eine Geheimtür noch hinter. Vermute ich jetzt einfach mal. Und der stört dann auch nicht beim Aufklappen. Ach, okay.
Jetzt habe ich kurz mal überlegen müssen. Also, sehr, sehr schön. Das macht mir alles besonders viel Spaß hier, dieses Set. Ich habe ja noch nicht viel gebaut, aber es lässt sich gut bauen. Ich finde die Teile auch hier in dem ganzen Wust bisher echt gut. Also von daher, ich mache sofort weiter und dann kommt auch schon bald hier das geliebte Grün dran. Sehr schön. Das baut sich hier wirklich ganz hervorragend, das Set. Ich mache mal hier einen kurzen Zwischenbericht. Moment, die Anleitung, die kommt mal hier rüber, damit ich Platz habe. So, schaut es euch an. Das ist hier unsere Grundplatte, die jetzt schon reichlich bebaut wurde mittlerweile. Wir haben zum Beispiel schon hier die Tür eingebaut. Die hakelt allerdings ein bisschen. Wenn ich die jetzt hier aufmache, geht das schon. Aber wenn ich sie nochmal zumache, dann, ja, hier hört man es. Da knackt die immer ein wenig. Also, jetzt geht hier ganzer Rahmen raus. Wenn ich zumache, da knackt es dann immer. Aber zumindest ist sie bündig zu. Von daher gar kein Problem. Alles gut. Ich habe hier schon das erste Fenster verbaut. Das zweite ist da hinten. Da kann ich euch das nochmal im Detail zeigen. Hier die bedruckte Fliese mit der Holzlattenoptik, die hier herangenagelt ist. Finde ich richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Treppenaufgang schon gebaut. Ganz normale hier 2x4er Steine, die hier ganz rudimentär so hochgesetzt wurden. Und so geht dann die Treppe ins erste Geschoss hoch. Auch wunderbar. Und ja, viel mehr gibt es da noch nicht zu sehen. Da hinten ist unser Kamin. Wir haben hier die Wände eben schon hochgezogen. Und hier die Wände schon etwas weiter hochgezogen. Und hier kommt dann jetzt noch das zweite Fenster rein. Das haben wir hier. Da seht ihr auch, dass dort der Aufkleber draufgebracht wurde mit den zerfledderten Vorhängen. Dann natürlich hier die wunderschönen, echt gut bedruckten Fliesen. Das hat Leppin gut hinbekommen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ja, von hinten sieht es dann so aus. Ja, hier unten ist keine Scheibe drin in der unteren, aber hier oben ist natürlich für den Aufkleber dann eine Scheibe angebracht. Hier oben noch so ein paar kleine Verzierungen. Sehr schöne Geschichte. Und das bauen wir dann mal eben flott noch hier ein. So, mal schauen, mit einer Hand. Ja, mit einer Hand ist immer ein bisschen schwierig. Da, es geht doch. So, also genau, hier könnt ihr das nochmal sehen. Die Latten. Moment, ich mache es erstmal richtig fest. So, hier diese Latten, die sind nur immer an einer Noppe hier angebracht. So kann man die dann ja so passend einstellen, hier im Winkel, wie man es gerne hätte. Aber in der Anleitung ist es genau so gemeint. Sehr schön. Also, zwei Fenster, eine Tür, eine Treppe. Wenn ich es jetzt mal aufklappe, bekommt man schon so einen leichten Eindruck ja von der Größe, wie groß das Ganze dann mal sein wird, so von der Gesamtlänge. Sehr schön. Ich bin übrigens hier auf Seite 27 bei Bauabschnitt, ne, da oben, doch hier 40. Ja, da mache ich doch direkt mal dran weiter. Es macht echt Spaß. Schaut euch das an, wie man sieht, sieht man fast gar nichts mehr. Also, das Erdgeschoss ist fertig. Ich habe hier schon die obere Decke eingezogen und es gibt so viel zu entdecken, Freunde. Schauen wir mal rum. Also, ich hoffe, man kann alles noch gut sehen. Zur Not mache ich das Handylicht noch an. Das ist der Eingangsbereich und schaut euch den an. Sieht er nicht mal toll aus? Hier mit den abschreckend schauenden Gesichtern. Also da überlegen sich die Zeugen Jehovas schon mal dreimal, ob die hier bis zur Tür durchgehen. Sehr schön bedruckt übrigens. Also echt schön gruselige Gesichter, die hier aufgebracht wurden mit diesen Resten der Überdachung und hier den schönen kleinen Details hier der Umrandung. Hinten dran die Fenster, die übernagelt wurden, einmal mit Aufdruck, einmal ohne, einmal hier hinten mit den Gardinen. Auch da mit dem Spinnennetz da unten drunter kann man das schön sehen. Ganz wunderbar. Echt ganz wunderbar. Schauen wir uns die nächste Seite an. Hier ist dann der Kaminbereich, wo auch dann das Gelenk zum Aufklappen natürlich drin steckt. Auch hier wieder ein übernageltes Fenster. Und auch hier, man kann es schwer erkennen, da sind Spinnenweben auch drin. Und dann die nächste Seite, ja die Rückseite. Da haben die Entwickler sich nicht allzu viel Mühe gegeben. Da ist nur so ein Fensterchen drin, auch keine Scheiben, keine Aufkleber. Also das eher unspektakulär. Dann wieder die Seite. Wir haben einen schönen, überdachten Seiteneingang. Und natürlich wieder ein Fenster.
Und in dem Fenster sieht man nochmal hier die zerfledderten Gardinen. Nochmal eine tolle Fliese mit Aufdruck. Ganz hervorragend. So, aber jetzt schauen wir nochmal rein. Übrigens, bisher keine Fehlteile. Alles gut soweit. Das ist doch eine feine Sache. So, einmal der Bereich. Ja, da seht ihr, das ist wohl die Küche. Wir haben hier einmal das große Spinnennetz. Das ist hier unten befestigt mit solchen C-Clamps. Dann haben wir hier einen schönen Herd, den man auch öffnen kann. Ja, also ich kann hier die Klappe runter machen, könnte dort was reinstellen und Klappe wieder zu. Wir haben hier nochmal einen Topf und eine Pfanne auf dem Herd stehen. Dort gab es allerdings ein ganz, ganz kleines Problem, zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier noch den Tisch, der als Standbeine hier vier braune, wie heißt das noch, Fernrohre hat, genau. Und ja, da köchelt schon die kleine Schlange vor sich hin. Wir haben hier eine Flasche drin und da hinten nochmal so ein Glasbehälter. Also echt schön süße kleine Details, die hier eingearbeitet wurden. So, gehen wir eins weiter. Hier ist nochmal der Kamin, den ich hier rumklappen kann. Ansonsten ist im Erdgeschoss nicht viel los. Die Seitentür, dann haben wir hier den Aufgang von der Treppe, die dann hier nach oben führt. Ja, also echt sehr schön. Ah, das kleine Problem. Moment, das zeige ich euch. Und zwar anhand der Anleitung. Ich brauche für den Herdbau zweimal diese einmal einer Modified mit Noppe an der Seite. Die kommen dann, wo haben wir es, hier hin? Und dann kommt dann hier noch diese, ja, diese einmal einer, einmal zweier Jumperplate drüber. Und ich habe die hier nicht zweimal in Weiß gefunden, sondern nur einmal in Weiß und dann nochmal hier in Grau. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die nicht vielleicht noch irgendwo hier drin steckt, das richtige Steinchen, aber ich konnte es eben nicht finden. Hab hier eine graue geholt, spielt auch überhaupt gar keine Rolle, da man es nicht sieht. Das fällt nicht auf, außer mir fehlt am Ende eine graue, dann weiß ich, dass da was nicht in Ordnung war. Aber ansonsten keine Fehlteile, alles gut, alles wunderbar und das macht einfach unheimlich Spaß, das Set hier. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, das macht unheimlich Spaß hier mit diesen ganzen schicken kleinen Details, ja, so ein Gruselhäuschen zu bauen. Traumhaft, allein der Eingangsbereich hier könnte ich mich schon wegwerfen. Super. Also, ich mache jetzt weiter, Freunde. Wir sind bei Bauabschnitt ja 64 und auf der Seite 43. Das heißt, ja, wir nähern uns hier der Halbzeit und es gibt noch so viel zu tun. Jetzt geht es weiter mit dem ersten Stock. Die Horrorvilla wächst und gedeiht. Ihr seht es schon. Ja, der zweite Stock ist fertig oder sagen wir mal fast fertig. Auf jeden Fall, ich drehe das Ding mal so ein bisschen für euch rum. Ihr seht, ich habe hier massig Wände hochgezogen, fleißig gemauert, vor allem viele Fenster gebaut. Das ist immer so ein bisschen wiederholend, gehört aber eben beim Haus dazu. Und wir fangen einfach mal von vorne an. Also der Haupteingang, wie gesagt, mit den Köpfen, dann haben wir hier oben dann noch die Terrasse gebaut, ja, ganz schön hier mit den schwarzen Platten und dann haben wir dort noch Geländer vorgesetzt und hier die Teile, die hier hochstehen beim Geländer, das sind alles so Schraubenschlüsse, von denen verbaut man hier 2, 5, 7, 10, 12 Stück an der Zahl und dann haben wir hier ein schickes Geländer gebaut, ganz hervorragend und jetzt ist auch hier unten, was hier noch so lose war am Anfang, die Teile, das ist alles jetzt hier schön stabilisiert worden dadurch. So, dann haben wir natürlich, ihr seht schon, diese tolle Front hier mit den Fenstern, hier mit den Fensterläden, die so schief da hängen, die kann man auch einstellen, so wie man das gerne möchte, denn auch die hängen an den gleichen Schraubenschlüsseln wie hier schon bei dem Geländer. Das wird hier in so einen Brick Modified reingesteckt, hier reingeklippt und dann kann man das frei bewegen. Auch hier wieder mit den Vorhängen, einmal hier oder noch schöner, hier mit dem Spinnennetz. Das finde ich ja mal richtig schön. Und dann haben wir hier beim dritten Fenster nochmal die schöne bedruckte Planke, die davor genagelt wurde. Ganz hervorragend. Ansonsten, ja, wenn man die Fenster baut, das ist halt echt immer dasselbe. Und das sind viele Fenster hier in dem Set. Das wird ein bisschen langweilig. Aber ansonsten, das Set hier macht einfach nur riesigen Spaß. Ich kann es euch sagen. Hier nochmal ein Fenster. Keine Aufkleber auf den Fenstern selbst, aber nochmal die schöne Planke hier vor.
Da seht ihr jetzt, wie der Schornstein hier hochgebaut wurde. Immer mit diesen verschiedenen Steinen. Einmal hier diese strukturierten, dann die bisschen gewellten. Dann werden die auch mal so längs gesetzt und nicht quer. Und so hat man eine ganz interessante Struktur. Also ich finde, das sieht schön aus. Mir gefällt das gut. Und was mir auch gut gefällt, natürlich einmal das Grün und auch hier diese braunen strukturierten Steine. Die sind auch richtig schön und vor allem, wenn man sie wie hier einsetzt, da sieht das nämlich aus, als wäre der Putz einfach nur abgebröckelt und man würde dann die Steine unten drunter sehen. Sehr schön. Aber ihr seht auf der Rückseite, da wird sich einfach nicht so viel Mühe gegeben. Hier von Lego, die das entwickelt haben, da haben wir ganz normale Fenster, keine Aufkleber, keine Planke, kein Fensterladen, der da quer hängt. Einfach nur Standardfenster an dieser Stelle. So, der Seiteneingang. Ja, auch da hat sich einiges getan. Wir fangen hier nochmal bei den Fenstern an. Fenster mit Planke, Fenster mit Fensterladen und natürlich unser Seiteneingang schön hier mit den Säulen. Und dann hier dem Dach, was hier mit diesen ganzen Schrägsteinen dann hier realisiert wurde. Und dann hier oben der nette kleine spitze Abschluss. Sehr, sehr schön. So, jetzt sind wir einmal rumgegangen. Schauen wir doch nochmal rein. Ich klappe auf. Das Klappen funktioniert, wie gehabt, immer noch ganz hervorragend. Da haben wir die Größe und ja, ist noch alles leer. Ja, also ich habe jetzt noch keinen Innenausbau gemacht, aber auch von innen kann man hier ganz schön sehen. Spinnennetz, naja, na gut, mit schwarzem Hintergrund ist nicht so gut. Da seht ihr das Spinnennetz und hier die Vorhänge, der Treppenaufgang, der hier hochkommt. Ja, sehr schön. Und im nächsten Schritt wird es dann weitergehen mit dem Innenausbau. Deswegen dachte ich, ist das hier eine gute Möglichkeit, ja, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ach, ich klappe es nochmal zu. Es ist echt ein schönes Ding. Also ganz, ganz wunderbar. Macht echt Spaß und sieht echt cool aus. Ich freue mich schon so, wenn da die grüne Beleuchtung drin ist. Das wird super aussehen. Aber ich habe noch einige Teile übrig bis dahin. Es ist ein längerer Bauspaß und das ist auch gut so, denn das Bauen ist ja das größte Vergnügen, zumindest für mich. Und da habe ich noch einiges vor mir. Sehr, sehr schön. Ich bin hier übrigens auf Seite, dort haben wir es, Seite 58, Bauschritt 87. Also wir haben noch einiges vor uns, aber die Hälfte haben wir dicke schon überschritten. Also weiter geht's. Aber erst in Teil 2, Freunde, denn Teil 1 ist jetzt hier vorüber. Das ist ein größeres Set, da machen wir schön zwei Videos draus. Also nächste Woche geht's weiter mit den Wicked Fighters. Oder wenn ihr das jetzt schaut, etwas nach der Veröffentlichung, findet ihr das Video hier unten in der Videobeschreibung. Genauso wie alle Links, wo man das schöne Set hier kaufen kann. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Teil 2.